Oh, nicht so aggressiv hier. Die KKP1. Geht's schon los? Klar, geht das schon. Echt, los. Ja? Warte, jetzt muss ich, ich muss mich mal erstmal sortieren. Aua, 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 aua. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Testolerotzen. Lotsen. Wir lotsen euch hier durch den Test durch. Was trinken wir heute, Rico? Wir testen natürlich mal via Bier, was sollen wir auch sonst testen? Wir haben keine andere Wahl. Jetzt schlägt uns hier keiner was vor, was wir testen sollen. Was haben wir denn hier? Wir haben den Bock hier, den Geißbock, den Bierbock. Bock, Bier. Kotze haben wir. Kosel. Kosel. Also ich schätze mal, also ich glaube nicht, dass irgendeiner das. Also Kosel wird, denke ich mal, sein 1874er Lager Premium. Das Bier mit dem Bock. Ja. Das ist das, ja, Authentic Czech Taste. Okay. Tschechisch. Also ob ich jetzt Bock auf das Bier habe, weiß ich noch nicht. Gucken Sie das mal an. Im letzten Video haben wir Mahn und Oderich getrunken. Von unserem Fan erster Stunde, Christian, vielen Dank. Hier unbedingt mal angucken, ist jetzt hier verlinkt. Sieht euch hier drin, das Video war lecker. Tja, tschechische. Die Tschechen sind die. Tschechische. Sind ja die Europäer, die am meisten Bier trinken. Ja. Waren das die Tschechen? Ich glaube, das waren die Tschechen. Ja, ich habe damals irgendwann vor Jahren waren es die Ungarn. Jetzt die Tschechen. Ich glaube, die sind auf Platz 2. Deutschland ist wohl Platz 3. Oder 4, ich weiß es nicht mehr. Ja. Prognose? Oder 8? Ist egal. Oh, da bin ich immer vorsichtig. Also, ich würde sagen Bronze. Ja. Wenn du Bronze sagst, sag ich Blech. Mhm. So, Wasser auspacken gestern. Oder wegpacken? Hopfenauszüge, was ist denn ditte, Alter? Also, ich hab Bock drauf. Ja, aber hat nicht mehr als 2 Punkte, wenn ich nur 1 Punkt verdient. Oder? Doch, guck mal hier. Also 2 also Punkte. Jetzt hat's 5 Punkte. Ich sag dir, also wenn da das Emblem oben drauf ist, dann habe ich schon Bock drauf. Nein, 2 Punkte. Ja, mindestens. Ja, das geht schon gut. Das. Altharmonisch. Augensucht oder Augenflucht? Ja, mach auf. Ach, jetzt nimmst du den. Ja, dann nimm doch den scheiß Hammer. Dann nimm ich doch her hier. Nein, nimm den Hammer bitte. Nein, ich möchte jetzt, ich nehme jetzt die rote Sora. Das ist nicht gespannt. Mann, nee, muss man dir alles erklären. Bist du hier noch so ein. Eieiei. Ganz knapp vorbei. Krass, Alter, fast hast du unsere Gäste hier. Unsere Live-Gäste. Hast du getroffen. Ah, ja. Das ist wie bei der Flugshow, ganz knapp vorbei. So, Glück, Glück, Glück. Ja, danke, dass du mir auch noch was drin gelassen hast. Ach so, entschuldige bitte. Schön. Warte. Tja, ist wirklich schön. Was soll ich dazu sagen? Nicht ganz volle Punktzahl. Echt nicht? Das sprudelt da zu wenig, oder? Naja, ist die Kohlensäure noch und nicht, ja. Das sind halt 4 Punkte. Ja, ohne Witz jetzt, ich meine. Naja, 4 Punkte, ist doch gut. Das ist wirklich gut. Bevor du wieder abjammerst. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Wir gucken mal. Wir legen natürlich wieder mal viel Wert auf den Geschmack. Naja, tschechisches Bier halt. Wieso denn? Das riechst du. Tatsächlich so ein Eigengeruch. Prost, Leute, das tun wir hier alles nur für euch. Wir versorgen uns hier die Leber. Mann, ey. Ich weiß nicht, was die immer machen. Was ist das? Was Lager, ne? Oder, nee, Pilz war das. Lager. Mhm. Felkopopski. Das ist halt ein tschechisches Bier. Mildes
tschechisches Bier. Ich muss ganz ehrlich sagen, eins von den guten tschechischen Bieren. Ach. Ja, doch. Ist Budweiser nicht auch ein Tschechenbier? Ach, kommt aus der Ecke da, ja. Aber ist milder. Das hat diesen ollen Nachgeschmack. Diesen ollen Nachgeschmack, den man beim ganzen... Beim tschechischen Bier hat? Hast du das Wasser da in Tschechien? In Tschechien oder? Ich weiß nicht, das ist anders da. Naja, versaut das alles. Der Nachgeschmack ist nicht... Tja. Schön. Das ist so, ja. Kann noch so gut aussehen. Man muss den Geschmack halt mögen, ne? Ist nun mal so. Das riecht sie auch schon. Sieben Punkte. Mega war schon nett. Finde ich. Sechs Punkte? Na, sieben. Special Points? Das Budweiser, das ziehst du höher, ne? Bei 8 bis 9. Das ist viel, noch mehr. Wenn du mir so einen Grießkram wärst, dann würde Budweiser bestimmt nahezu Gold kriegen. Hier. Ja. Special Points. Die Aufmachung hat einen Punkt verdient. So. Das war jetzt halt. Ja, ansonsten ist es halt ein Standard. Ein Punkt. Du Schreinheitsgebot. Was hast du vorgelesen? Zutaten. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenauszüge. Ja, ist noch ein deutsches Reinheitsgebot, würde ich sagen. Oder? Ja, wir sehen nicht als deutsche Reinheits, wir sehen nicht als deutsche Reinheitsgebot erstmal an. Ausnahmsweise. Als nächstes würde der Uwe kommen. Hast du noch einen guten Witz? Mm. Aber einen richtig guten diesmal. Das langt mir langsam mit deinen schlechten Witze, wirklich. Reicht mir. Scheiße ist, wenn der Furz was liegt. Das war's jetzt, ja. Was geschieht, wenn man einen Atompilz trinkt? Man fühlt sich gleich kerngesund und strahlt vor lauter Freude. Das ist, weil du dir eine Krawatte noch nicht umhast. Was würdest du jetzt... Was? Ja, hier. Was würdest du jetzt zum Bier sagen? Nichts. Na, nix, ich würde trinken. Ja, genau. Mein Gott, der war gut. Ja, ich komm hier weg. Also. Du musst die auch abstreichen, denn nur. So. Da war doch irgendwo ein Stift hier. Oh. Ja, Uwe eigentlich jetzt. Ach nee, fuck, ne? Fakten! Wo sind die Fakten? Fakten, Fakten, Fakten. Ach so. Weil ein tschechisches Bier ist, Spitzenreiter im Bier trinken. Ist Deutschland die Biertrinkernation Nummer 1? Nein. Nein, Spitzenreiter an Sachen Bierkonsum weltweit ist? Tschechien. Tschechien mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von? Na, mindestens ein paar Fässer. Im Jahr? Liter? 100? Fängt gut an. Was noch mehr? 100. 20? 143 Liter pro Kopf im Jahr. Ich glaube, da ist auch das Bier gesünder als Wasser.
Tja. So wie damals in Deutschland und deswegen trinken die mehr Bier. Ist ja wie die Russen mit Wodka. Och, naja, also. Naja, das ist hart. So. So, was haben wir daraus gelernt? Trinkt mehr Bier. Trinkt mehr Bier, ja. Bier trinken ist gut für die Wirtschaft, vor allen Dingen für die Landwirtschaft. Da achtest du noch auf das Wasser, ja? Ja. Und das ist halt Sache vegan. Ja. Das ist wirklich so. Ist das ein Uwe? Nee, den habe ich nicht. Wisst ihr, das ist einer von den wenigen tschechischen Biere, wo ich sagen muss, da ist der Uwe auf jeden Fall nicht drin. Langsam denn, nach meiner Tschechentour damals, als... damals, als du noch jung warst. Nee. Das ist schon lange her. Als ich noch in der Schule war. Ja? Da haben wir gesoffen wie die Bekloppten. Aber wir haben auf jeden Fall eine schöne Tschechentour gemacht in Theresienstadt. Und da haben wir locker so um die 30 Biersorten durchprobiert. Und da weiß man schon, wie tschechisches Bier schmeckt. Und wie man trinkt. Und wie die Kneipen aussehen. Nee, also das ist schon ein gutes tschechisches Bier, muss ich sagen. Meiner Meinung nach. Schmeckt schon, Uwe, weißt du? Was, ja? Das ist schon auf jeden Fall da unten weniger geschmackvoll wie da oben. Also auf jeden Fall ein Uwe bei. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon schlimmer getrunken habe. Also ich finde es ja nicht schlecht. Wake-up-Faktor gibt es nicht. Nee, also es ist ja ein durchschnittliches Bier. Das kann sich nicht so mit den guten deutschen Bieren messen, aber es ist halt vom tschechischen her gut. 17. 17 von 30 möglichen. Nein, auch gut. Überdurchschnittlich. Ein Bronzebier. Bronze. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges? Nein. Na, kommt drauf an. Tschechien ist ja. Naja, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Also ich muss sagen, probiert es einfach mal aus. Testet das mal. Gutes tschechisches Bier, meiner Meinung nach. Kommt nicht an die deutschen Biere ran. Jedenfalls an die guten deutschen Biere. Und probiert es einfach mal aus. Ich denke mal, dass das Bier auch so seine Anhänger findet. Ich hatte jetzt nicht vom Hocker gerissen. Mich auch nicht, aber. Aber Bronze ist ja schon okay. Also kann man schon trinken, ja. Sieht schön aus, für ein tschechisches ist in Ordnung. Ja. Ich habe da schon schlimmere getrunken. Ganz ehrlich. Ja, kotzeln muss ich jetzt nicht. Hat halt so seinen Eigengeschmack, ne? Ist halt immer so. Wer auf tschechisches Bier steht und diesen Eigengeschmack mag, der kann da wirklich mal probieren. Ja. Oder willst du bei Faxe so? Na, wir fangen gleich so an und bei Faxe machen wir Ton aus und. Oder Ton an und Bild aus. Ja, trink mal das nächste Trikot. Alter, Landskron, Junge, süffig und fein malzig. Endlich ist hier mal was Vernünftiges zu trinken. Gönntet euch. Feinstes Landskron. Beim nächsten Mal. Pilsner. Also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Liken, teilen. Wenn wir hier wieder unseren Körper für euch zerstören. Haut rein. Bleibt fein. So muss das sein.